So, hallo meine Lieben. Ihr seid wieder in meinem Badezimmer. Und zwar könnt ihr euch vielleicht auch denken, das letzte Mal, wo ihr in meinem Badezimmer wart, gab es eine Kooperation mit einem Modeunternehmen. Und dieses Modeunternehmen hat mich erneut gefragt, ob ich etwas testen möchte und präsentieren möchte. Und oh mein Gott. Also bei den letzten Haul waren ja so zwei Sachen bei, die jetzt nicht unbedingt so mein Fall sind, aber ich habe bis jetzt alles angehabt und diese schwarze, enge Hose, wenn ihr euch daran erinnern könnt, die ist im Nachhinein so bombastisch. Die ist so geil, wenn man die länger als 5 Minuten anhat, die gleicht sich einfach nur den Körper an. Man hat da gar keine irgendwie Schritterkennung oder was weiß ich, total genial. Und ja, und jetzt wie gesagt, Hallara, ich durfte wieder mir Sachen aussuchen und zwar diesmal auch wieder 5 Sachen und oh mein Gott, und die Firma, der Arthur, der ist so, so lieb. Er hatte nämlich Vorschläge, dass ich die Cord Collection präsentiere, aber ich bin jetzt kein so krasser Cord-Fan und ich muss ehrlich sagen, wenn ich eine Kooperation eingehe, dann möchte ich diese Sachen auch gerne öfter tragen und somit ja auch quasi Werbung machen, weil wenn Leute mich dann fragen, wow, wo hast du die Hose her, dann kann ich sagen, yeah, Halara, aber wenn ich diese Sachen eben nicht trage, dann fragt halt auch niemand nach. Aber die jetzigen Sachen, boah, geil, ey, mega, 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 mega. Und ja, wir haben halt ein bisschen hin und her geschrieben und dann haben wir auch eine Einigung gefunden und, mega, mega. Ich zeige euch jetzt die Sachen einfach erstmal. Und zwar als erstes, boah, so geil, einfach so geil. Ey, wisst ihr, die aus dem letzten Haul, diese Haremshose, die dunkelblaue, richtig geil. Und jetzt habe ich hier so eine, ja, die sieht man jetzt nicht, die ist schwarz. Und das ist halt auch so ein bisschen Yoga-mäßig. Sieht man jetzt nicht. Und das hat hier diese Optik hier so. Wie so ein Waffelhörnchen. Wie gesagt, ziehe ich jetzt gleich an, dann kann man sich besser vorstellen. Schwarz macht halt nicht immer, also in der Kamera performt das halt nicht allzu gut. Dann haben wir hier noch so eine, die ist sogar innen drin mit irgendwie so auch Waffelflower, so Thermowaffel. Und die ist relativ eng anliegend, auch so eine Sporthose. Ziehe ich, wie gesagt, auch gleich an, erkennt man ja. Und ich wollte euch halt einfach nur zeigen, worauf ihr euch da jetzt einlasst. Und keine Angst, der heutige Haul, da wird nichts irgendwie sichtbar sein. Ich zeige euch natürlich auch wieder mein Bauri, wie mir die Sachen passen, aber es wird nicht unangenehm für euch. So, und hier haben wir ein richtig geiles Flanellhemd, beziehungsweise Jacke, habe ich mir 3XL bestellt, weil ich habe halt echt eine Körperschemierungsstörung. Ne? Ich kaufe immer nach Zentimeter und hau aber dann noch. Ich habe immer, glaube ich, ich glaube, Brustumfang 125 oder 120. Auf jeden Fall bin ich aber so kaputt im Kopf, dass ich immer mindestens 130 oder 135 mir hole und wundere mich dann, dass es zu groß ist. Ja, ist halt so. So, dann hier, wie gesagt, ich mag Cord nicht so sehr, aber ich wollte unbedingt mal eine Hose ausprobieren. Und der Stoff, der ist so weich, das ist nicht dieses typische Cord. Und es ist auch dehnbar. Und es hat diesmal tatsächlich einen ganz normalen Bund. Aber hier hinten, das ist alles dehnbarer Gummi. Und da haben die noch so Bundfalten und es hat gerades Bein. Die Beine werde ich mir tatsächlich ein bisschen enger nähen, weil ich mag so gerades Bein nicht. Ich habe es lieber gern eng und krempel das so ein, zweimal um, wie auch beim Produktbild. Tolle Hose, tolle Farbe. Und jetzt das letzte für mich echt Highlight. Ich war echt lange am Überherlegen, hin und her am Überlegen, schon seit Jahren, ob ich mal sowas haben will, weil ich habe mir nicht gedacht, dass das wirklich was ausmacht. Und jetzt habe ich es gewagt bei Halara. Und zwar diese Leggings. Erstmal von den Farben ultra geil. Und dann seht ihr, die hat hier überall so Absteppungen, wo auch das Material anders ist. Hier, das ist wie so Kompressionszeug. Und sie hat diesen Hintern. Und hat aber hier auch nochmal so Po-Hebe-Sachen. Und das ist jetzt Größe L. Laut Größentabelle wäre die mir tatsächlich zu klein gewesen.
Aber ich habe Leggings tatsächlich immer gerne enger, weil ich immer hoffe, dass es auch so ein bisschen Shape-Effekt hat. Und oh mein Gott, ihr werdet es sehen zuletzt. Die ist so geil. So, jetzt würde ich sagen, mache ich euch auf Pause und ziehe die erste einfach mal an. So, jetzt habe ich schon mal hier die erste Hose an. Wie ihr seht, gerades Bein. Hier am Bund hat man noch verdammt viel Platz. Der Bauch zeichnet sich nicht ab. Klar, wir müssen uns jetzt nicht drüber unterhalten. Die ist halt locker lässig, man hat da jetzt keine Figur drin. Ich werde mir hier unten noch einen Keil reinschneiden, der unten breiter ist und dann schmaler verläuft, weil ich habe gerne so Skinny-Jeans-Beine. Und ich habe aber hier zum Beispiel das jetzt zusammengerafft und dann eng gefaltet und das sieht auch ganz cool und locker aus. Und wie gesagt, von oben passt die, die hat halt extra so einen schönen breiten Schnitt. Das heißt, auch Leute, die vielleicht mit Lipödem oder so zu kämpfen haben, passen hier auf jeden Fall rein. Das ist echt viel Platz, es ist auch noch ein bisschen dehnbar. So, und gleichzeitig habe ich noch hier die Kapuzenjacke mir drüber gezogen, aber natürlich ist die viel zu groß. Aber ich mag das tatsächlich. Entweder lässt man die halt auf oder man macht sie sich halt hier mit den Knöpfen, mit den schönen großen Knöpfen zu. Und dann kann man sie locker lässig einfach so tragen. Hier kann man sich noch, kann man auch noch aufmachen. Kann man auch noch aufmachen und locker lässig hochkrempeln. Und ich habe halt Jacken auch wirklich immer gerne viel zu groß, weil ich im Winter natürlich auch Pullover trage. Auch ich fröstel manchmal. Und deswegen finde ich das total schön lässig. Aber sie ist tatsächlich durchaus Nummer, vielleicht sogar zwei Nummern zu klein. Das ist jetzt 3XL. Aber ich habe halt immer Angst, dass es mir irgendwie wie zu eng ist. Ne? Man kann jetzt hier natürlich auch so falten. Geht auch. Ja. Man kann auch einfach hier so einen Gürtel drum machen. Man könnte aber sich natürlich hier auch Keil reinmachen und es dann enger machen. Aber ich finde es toll und es ist ganz, ganz weicher Stoff. Ganz, ganz weich. So, jetzt ziehe ich das nächste an. Übrigens, ganz vergessen zu erwähnen. Die Hose war Größe L, habe ich gesagt. Und sie hat 100% Polyester, waschbar bei 30 Grad. Und die Jacke war 3XL, hat 60% Polyester, 40% Baumwolle, auch 30 Grad. Genau. So. So, und diese Hose, die ist so cool. Das ist jetzt hier diese Yoga-Jog-Pants. Da hat man das überall dehnbar, ne? Richtig krass, krass dehnbar. Die hat hier zwei Taschen und die fühlt sich halt einfach total toll an. Die ist auch so ein bisschen gefüttert, also das ist durchaus eine wärmere Leggings und die fühlt sich auch so, die ist scheinbar glatt, aber dadurch, dass die innen diesen Waffelstoff hat, sie dadurch halt extra schön warm und es fühlt sich halt total schön an und total weich, also ganz, ganz toll. Ganz, ganz toll. Also jetzt schon meine Lieblingshose oder eine meiner Lieblingshosen, also von Halara bis auf zwei sind alles meine Lieblingshosen. Die sind einfach mega, 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 mega geil. So, jetzt schnell die nächste. So, und auch bei der hier vergessen zu erzählen, was drin ist. Also ich habe die Größe XL und es sind, der Body hat 92% recyceltes Polyester und 8% Elastan. Und Pocket-Tasche hat 88 Polyester und 12% Elastan. Waschbar auch bei 30 Grad. Und alle Links und gegebenenfalls auch einen Rabattcode setze ich euch natürlich in die Videobeschreibung. Ist ja klar wie Kloßbrühe, gell? So, und hier haben wir die nächste. Das ist auch so eine leichte Haremshose. Und die kann man,
ich stecke das T-Shirt mal gerade unter meinem BH. Und die kann man, wenn man möchte, auch sich noch höher ziehen und auch so umfalten, wenn einem der Haaren zu weit unten hängt und man aber jetzt die Hose nicht hier haben will. Ich bin halt ein Mensch, ich habe immer gern so bis zum Bauchnabel, aber ich bin halt ein Mensch, ich habe gerne Haare. Deswegen lasse ich sie mir locker rumhängen. Ja, natürlich hat man da auch keinen Arsch drin, weil die sind ja extra so konzipiert, dass man überall schön Platz hat. Hier sind wieder zwei so große Seitentaschen. Andere Taschen gibt es nicht. Und unten so ein schönes, breites Abschlussgummi. Waffelstoff, aber so wie Musselin, aber sehr weich, ne? Extrem weich. Und ich muss auch sagen, da ist natürlich viel Polyester drin, aber das fühlt sich ganz anders an wie so ein billiges China-Polyester-T-Shirt. Also das ist alles total weich und kratzt nicht. Und wirklich bombastisch. Wirklich super, super geil. In der Hose hatte ich jetzt Größe L. Der Body besteht aus 82% Baumwolle, 15% Polyester, 3% Elastan, krass oder so viel Baumwolle, ist schon geil. Und der Oberstoff, top, ist 90% Nylon und 10% Elastan, auch waschbar bei 30 und alle anderen Symbole wie bei den anderen. Also wirklich geil. So, und jetzt kommen wir noch zur Leggings. So, aufgrund dessen, weil es ja eine Shapewear Sport Leggings ist, ist es natürlich ein bisschen eine Herausforderung reinzukommen, aber die dehnt sich wie Sau. Das ist nur Größe L. Die hätte mir laut Größetabelle nicht gepasst. Und mega geil, also haltet euch fest. Hier ist auch, ja klar, hier sieht man so ein bisschen, wie der Bauch hier drin liegt, aber man hat hier keinen sichtbaren Camel Toe. Man hat halt eine glatte Mumu. Wisst ihr, wie ich meine? Man sieht hier nicht den Schlitz, klar, den Bauch, den sieht man, aber es shaped halt auch ein bisschen. Guckt mal. Geil, oder? Mega cool. Ja, wie gesagt, ich habe einen breiten Hintern und eigentlich gar keinen Hintern, aber hier habe ich ein bisschen was. Und ganz, ganz dünne, schöne Beinchen. Oh, so schön. Mega, mega cool. Und da kann man sich mit bücken und alles. Also da kann man alles mitmachen. Cool, oder? Mega, mega cool. Cool, cool. Alles wundert mich echt. Es ist so ein geiles Teil. Ja, wie gesagt, das ist ja Bauch, das ist ja total egal. Guckt mal, wie schön. Nee, die Hosen, die machen mir echt fantastisch viel Spaß. Also die beiden schwarzen Jogginghosen auch traumhaft. Ich liebe halt so Hosen, aber das ist halt nichts Außergewöhnliches. Beziehungsweise doch die von Halara tatsächlich, aber ich trage ja immer so Zeug. Aber hier so geile Leggings. Ich habe auch Leggings, aber die passen mir halt nicht so haargenau. Und ich habe hier ein bisschen Arsch. Ich dachte erst, dieses Geraffte am Hintern, da dachte ich mir erst, uiuiui, wie das aussieht, weil man sieht ja da sofort die Po-Ritze. Aber, nee. Ja, aber wenn das T-Shirt drüber ist, sieht man es ja auch nicht. Cool. Und wollen wir uns auch noch mal kurz drüber unterhalten, über diese Farbe Lila ins Hellblau. Oh, so schön. So schön. Ja, also ich habe echt fantastisch viel Freude. Mega, mega, mega geil. Und die fühlt sich so gut an. Die ist so weich. Und hier, da sieht man keine Mumu und gar nichts. Die ist einfach toll. Okay, hätte man jetzt eine Slip-Einlage an, dann würde man vielleicht den Abdruck sehen. Aber man hat hier keinen Camel Toe. Ich kann jetzt noch öfter hier drüber streichen, wenn ihr wollt, aber bringt niemandem was. Ja, mega schön. Mega, mega, mega schön. Finde ich toll. Und man hat auch hier keine Schwabbelarme, Beine, weil eigentlich schwabbelt hier immer alles.
Aber es ist alles so schön fest eingepackt. Also es ist wirklich toll. Ne? Und da sieht man auch echt nochmal, was ich wirklich für dünne Beine habe. Das ist so grotesk. So dünne Beine. Weißt du, oben so eine Tonne und unten dann so zwei Schaschlikspieße. Schön. Om. Schön. Schön, schön. Schön. Toll. Nee, freue ich mich. Ja, dann wird es nur noch Zeit, dass ich mich im Fitnessstudio anmelde. Ja, okay, ihr Lieben, ich danke euch ganz, ganz herzlich hier fürs Zugucken. Wie gesagt, schaut gerne in die Infobeschreibung, da habe ich jetzt alles Mögliche verlinkt. Und auch vielen, vielen Dank an die Leute, die auch mein letztes Hallara-Video angeguckt haben. Und ich wurde so bestärkt, also ich habe kein einzig negatives Kommentar über meinen Körper bekommen. Im Gegenteil, mir wurde nur gesagt, ey, mach dich nicht so fertig, du bist gut so wie du bist und das ist eine krasse Leistung, dass du 50 Kilo abgenommen hast und was weiß ich und ich muss mich nicht schämen oder klein machen. Ey, vielen, vielen lieben Dank, ihr wisst gar nicht, was das mein Ego gepusht hat. Ich natürlich, ich weiß selbst, dass ich bäh bin und einen Bäh-Körper habe, aber es ist schön, dass man auch von der Außenwelt halt so positive Kommentare bekommt, weil ich hätte nie wirklich gedacht, wie die Außenwelt auf mich reagiert. Also die Leute sagen zwar schon, wow, du bist ein ganz anderer Mensch, du hast dich halbiert, aber niemand kennt mich tatsächlich jetzt so intim wie ihr, weil mein Bauch und so habe ich bis jetzt noch nie so wirklich jemandem gezeigt, außer meinem Mann und meinen Eltern. Und ja. Okay, vielleicht im einen oder anderen auch, weil er wissen wollt, wie es aussieht, mache ich dann auch keinen Hehl drum. Aber trotzdem ist es ja nicht alltäglich, ne? Und ja, es ist einfach so geil. Und deswegen habe ich mich in diesem Video auch nicht schlecht gemacht, weil, ja, warum? Warum? Das wäre Selbsterniedrigung. Ich habe mich ja quasi mit dieser zu großen Jacke schon wieder selbst demütigt, weil ich einfach wieder mal gemerkt habe, wie krank mein Hirn und meine Sichtweise ist. Aber nun ja, die Sachen sind top. Ach, ich muss sie die jetzt noch kurz ausziehen, weil ich habe euch gar nicht gesagt, aus was für Material die ist. Also das Größe L, das ist auch das Größte, was sie haben. 90% Polyamid, 10% Elastan, waschbar 30, alles andere verboten. Ja, geiles Teil. Das ist jetzt nochmal von innen und die ist halt auch echt super genäht, also da wird auch so schnell nichts reißen. Ja, meine Lieben, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Alles Liebe und Gute, passt gut auf euch auf und ja, schaut gerne mal bei Hallara vorbei. Und würde ich mich natürlich sehr freuen, die Firma natürlich und es lohnt sich. Wie gesagt, die Sachen sind halt ein bisschen teurer, also so eine Hose 40 oder 45 Euro. Ich glaube, die Leggings 20 oder so und das ist vollkommen in Ordnung für das, was man bekommt. Ne? Oder die Jacke, ich glaube 45 oder 50 oder vielleicht auch nur 40, weil vollkommen in Ordnung. Also schaut da einfach mal, wie gesagt, vielleicht habe ich auch noch einen Rabattcode für euch, dann könnt ihr auch noch mal mächtig sparen und ja, ich bin auch am Überlegen, ob ich aus dem letzten Haul tatsächlich eine Hose an euch verlose. Ist halt blöd, weil nicht jeder meine Größe hat. Aber doch, der eine oder andere vielleicht schon genau, der freut sich dann. Also ich werde nach meinem Urlaub, werde ich dann, denke ich mal, die blaue Jogjeans, die werde ich, denke ich, verlosen. Und ich glaube, ich habe auch noch die andere. Ja, ich glaube auch noch eine andere. Also werde ich zwei, denke ich mal, verlosen. Habe ich gesagt, nach meinem Urlaub. Ihr Lieben, Dankeschön fürs Zusehen. Ich wünsche euch was. Passt auf euch auf. Tschüss.